Für das Dinkelmalzbrot zerkleinert ihr im ersten Schritt Dinkelkörner. Ich mache das gerne mit Hilfe des Mixermeisers. Dann füllt ihr die zerkleinerten Körner um und gebt Malzbier, Wasser und Hefe in den Mixtopf und lasst das auflösen. Danach kommen alle Zutaten hinzu, und zwar das Weizenmehl, die zerkleinerten Dinkelkörner, Balsamico-Essig, Sonnenblumenkerne, Sesam, Leinsamen und Salz. Das verarbeitet ihr dann zu einem Teig. Den Teig lasst ihr dann in den Mixtopf gehen, danach knetet ihr ihn nochmal durch und gebt ihn dann auf eine bemehlte Teigunterlage. Formt den Teig zu einem ovalen Brotleib, mehlt ihn noch etwas, ritzt ein Muster ein und gebt ihn in den Backofen. Und schwupps, fertig ist euer leckeres Dinkel-Malzbrot. Vielleicht braucht ihr zum Entnehmen noch ein kleines Werkzeug. Das Rezept gibt es wie immer auf kinderleichtkochen.com.